Wir stellen heute zwar ein neues Projekt vor, aber kein so böses wie beim letzten Mal, wo es ja dann so ein bisschen Kritik gab. Die einen oder anderen kennen aber das Objekt, das Projekt, was dann ab März dazu gekommen ist, die Kreuzaktion in Gedenken an die Opfer der Agenda 2010. Wer davon gehört hat, die Kreuze aber noch nie gesehen hat, draußen im Flur stehen zwei Exemplare und unser großer Flyerständer inzwischen in vielen Sprachen. International inzwischen schon sehr interessant. Wir hatten vergangenen Sonntag ein italienisches Fernsehteam da, die das Ganze dokumentiert haben. Gut, ganz kurz nochmal zu meiner Person. Also ich bin kein so ein frecher Hartz-IV-Empfänger oder Nicht-Hartz-IV-Empfänger. Ich bin systemkonform, also ich bleibe im System drin, habe vor zwei Tagen Post bekommen, unter Androhung von Sanktionen mich in Rente begeben zu dürfen. Ja, so weit der Stand bei mir. Gut, aber eigentlich geht es heute gar nicht so sehr jetzt um meine Person, sondern darum, dass sich aus diesen ganzen Aktivitäten, die wir hier von Berlin aus machen, eine neue Idee entwickelt hat. Und die will ich aber nicht alleine vorstellen, weil die nicht von mir kommt, sondern von mir wieder, sage ich mal, naja, Webseite ist schon wieder fertig und so weiter, also ein bisschen unterstützt wird. Michael, sei so lieb und komm mal mit nach vorne, weil es ist eigentlich seine Idee. Was jetzt schon so toll läuft, auch noch weiter toll laufen wird, da kümmert sich auch der Jürgen Weber. Jürgen, bist du so lieb und kommst auch mit nach vorne. Weil über seinen Verein, den Hartz-IV-Betroffenen e.V., können wir ja Spenden einsammeln. Und er persönlich ist auch aktiv dazu mit tätig. Es ist noch jemand weiteres im Bunde, er möchte nicht so sehr in den Vordergrund, das ist der liebe Jörg, der hinter der Kamera da oben steht. Jo, Micha, du hast die Idee und hast dich schon wieder angefangen umzusetzen, ganz kurz, worum es geht. Also, ich bin durch Zufall für ganz, ganz wenig Geld an ein historisches Feuerwehrfahrzeug gekommen. Und gleichzeitig damit reifte in mir die Idee, warum machen wir nicht eine Hartz-IV-Feuerwehr? Also Hartz-IV-Feuerwehr nach der Devise, wir löschen die Agenda 2010. Und aus diesem, das war so der Decksatz, ne? Aus diesem Satz hat sich dann nach und nach eine Konzeption entwickelt, die wir eben heute vorstellen wollen. Dieses Feuerwehrfahrzeug soll restauriert werden, das mache ich selbst. Ich werde dabei sehr großzügig unterstützt von dem Verein Alliierte in Berlin. Die sitzen in Tegel auf dem Flughafen. Ich weiß nicht, wer das da kennt, das Museum. Jedenfalls kommt von dort die technische Unterstützung für die Restauration der Feuerwehr. Auch die Wasserspritze? Auch die Wasserspritze. Wir lassen, also die Feuerwehr wird original belassen, da ist vorne so eine große Pumpe dran. Da können wir also dann nach Bedarf bei Jobcentern zum Beispiel Keller befüllen mit Wasser. Oder, ne? Wir werden sehen, wofür wir die noch einsetzen. Genau, da wird so. Die Idee ist eigentlich auch, die ist vom Jürgen auch gekommen, eben halt, ja, wir feiern ja bald die Agenda 2010 oder das 10-jährige Jubiläum der Agenda 2010. Und deshalb ist das mit ein Projekt dann, was wir jetzt eben halt aufbauen, ja, das wollen wir der Politik schenken, diese Feuerwehr, die Hartz-IV-Feuerwehr, die wir ab Frühjahr diesen Jahres hoffentlich in Einsatz bekommen. Eben halt, wie gesagt, das muss noch ein bisschen was an Arbeit dran gemacht werden. Sie ist fahrbereit, sie steht inzwischen in Berlin, sie ist aus Westdeutschland, wurde sie schon geholt eben halt. Logisch, wir brauchen wieder ein bisschen Geld dafür eben halt. Wir wollen es natürlich verknüpfen mit den Kreuzaktionen eben halt. Es kann auf die Webseite raufgeguckt werden eben halt.
Was wir als erstes bräuchten, wer da Lust und Laune hat, wir würden ganz gerne als erstes ein Plakat ganz gerne anfertigen wollen, ein großes, was dann überall bei den Initiativen hängen kann, denn wir wollen mit der Feuerwehr natürlich vor Jobcentern stehen, wir wollen dort Hartz IV Beratung anbieten, wir können bei Kundgebungen und Demos dann mitmachen, wir können die Kreuzaktionen, also wir werden auch die Kreuze dort einladen können, eben halt und und. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, du selbst hast ja auch noch Ideen, das noch mit weiteren Themen zu verknüpfen, eben halt. Wer also Lust hat, aufgehen auf die Seite, gerne uns eine E-Mail zukommen lassen und in irgendeiner Art und Weise zu. Ist das eine freiwillige Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr? Das ist keine freiwillige. Freiwillige Berufsfeuerwehr. Ja, nee, wer nicht mitmacht, wird sanktioniert, ist logisch im Fall. Deshalb nochmal die Frage, also ihr dürft alle freiwillig mitmachen müssen. Also wenn du den Zettel mal ruhig halten würdest, könnte man den auch lesen. Hartz-IV-Feuerwehr.de. Genau. Okay, das war's von uns.